Recht herzlich willkommen zur 95. Folge von Avorion. Ja, ich wollte eigentlich dieses Frachtschiff hier zum Handeln schicken, aber ich habe da mal recherchiert und es ist wohl noch nicht implementiert, dass man den automatisch handeln lassen kann. Also da haben wir keine Chance, aber der eskortiert uns ja. Das bedeutet, wir müssen jetzt schauen, dass wir irgendwo hinkommen, wo wir dann halt Klamotten kaufen, die wir dann auch, profitabel kriegen können. So, das ist eine Fleischfabrik. Jetzt müssen wir nach dem Handelssystem gucken. Haben wir das schon bei uns drin? Da ist es. Und packen wir mal dafür rein. Handelssystem ist jetzt drin. Und die Ölraffinerie. So, wollen wir was zum Plastikhersteller. 391 Euro, das lohnt sich sogar. Ist die Frage, was die Menge ist. Und dann fliegen wir da mal hin, würde ich sagen. Aber wir sind schon fast dran, oder? Das ist ja hier der Plastikhersteller, oder was? Dann docken wir mal an. Also, jetzt müssen wir überlegen. Na, lass mal gerade gucken, was der da hat an Gütern. Okay, der hat jetzt Öl. Der braucht Öl. Okay, Energiezellen. Und wir kaufen das Öl jetzt. 2177. Wir können maximal das kaufen. 81, das machen wir auf jeden Fall. Muss zum Handel an der Station andocken. Ja, genau, das hatten wir eben auch schon überlegt, ne? Da ist ja das Dock, dann fliegen wir doch da mal dran, ne? So, jetzt nochmal das Ganze. Güter handeln. Kaufen. Fertig. T drücken. Ich habe keine Erlaubnis, dieses Schiff. Genau, weil ich das da haben will. Und der, ist der schon gedockt? Natürlich noch nicht, weil wir den noch nicht ausgewählt haben. Jetzt müssen wir da ein bisschen näher ran. Boah, das ist schlecht zu steuern, das Schiff. Aber dafür haben wir ja dann den Kapitän, der hat voll die Ahnung und kann das besser steuern, ne? 504 waren das dann. Und das kaufen wir. Und das haben wir dann geschafft. Da müssen wir mal nochmal gucken. Ah, stopp, das war jetzt falsch. Wir können das ja nicht hier. Jetzt müssen wir das andere Schiff auswählen. Ja, super, oder? Mal ein bisschen zurück, damit wir das auswählen können. T. Jetzt müssen wir nochmal da oben nach dem Handel. Und dann müssen wir den auswählen. Jetzt müssen wir dem noch einen Befehl geben, weil ich glaube, eskortieren ist jetzt. Oh, wir können es ja ausprobieren, ne? Dann müssen wir es ja. Ne, der eskortiert uns nämlich nicht mehr. Weil wir da eingestiegen waren, ne? So, mich eskortieren. Fast. Das war jetzt verkehrt. Jetzt müssen wir nur gucken, wo ist diese Station. Die ist natürlich jetzt wieder abgewählt. Das ist schon ein bisschen tricky da, ne? Das. Das. Oh, gleich um die Ecke. Das ist ja auch cool, ne?
So, Dockingports ansteuern. Schnell drehen. Dreh dich mal schnell. Oh, da sind wir mal kurz vorher gekommen, ne? Alter Schwede. So. Auf zum Dockingport. Und docken. Und Güter handeln. Und da die 81 verkaufen. So, und dann ist unser anderes Schiff noch unterwegs, wie man sieht. Alles gut. Und dann wählen wir das aus. Gucken, dass wir da gleich wechseln. Wenn er näher genug ist. Wie nah muss er denn sein, dass wir wechseln können? Okay, irgendwas bei 500. Und Station auswählen und dann da andocken. Und F drücken. Güter handeln. 504. Und verkaufen. Und schon nochmal ein bisschen Geld gemacht. 310 Mann. Achso, okay, das lohnt sich schon, ne? Ein bisschen. So, das heißt, wir haben das geschafft, würde ich sagen. Jetzt müssen wir nur gucken. Eigentlich müssten wir schauen, dass wir das Schiff größer bauen. Damit so ein Handel noch mehr Profit bringt. Aber auf der anderen Seite machen wir jetzt erstmal noch einen Flug dahin, weil ich glaube, das lohnt sich immer noch. Können wir ja mal gerade hier reingucken. Die Route ist immer noch da. Der Preis ist zwar hier jetzt ein bisschen gesunken, aber das geht immer noch. 200, über 200. So, das bedeutet jetzt, wir müssen den noch auswählen zum Interagieren. Der soll mich jetzt... Ne, da sind wir jetzt falsch. Okay. Ich habe den noch nicht ausgewählt. Jetzt habe ich den ausgewählt. Mich eskortieren. Macht er jetzt. Und jetzt müssen wir gucken, wo die Ölraffinerie war. War die das? Ich glaube, das war die. Ja. Das bedeutet, wir fliegen jetzt dahin. Und dann tanken wir da nochmal auf. Also tanken ist gut gesagt, ne? Dann holen wir nochmal Ware. Okay. Mit dem Bremsen ist ein bisschen schwierig, ne? Letzten Meter noch andocken. Docken wir. Güter handeln. 81 kaufen. Und das verlassen. Gucken, wo unser Schiff ist. Ein zweites. Das braucht verdammt lange, bis es hinterher ist, ne? Ja, das ist jetzt schwierig dann. Ich könnte jetzt den aber nicht irgendwie anders steuern. Das
Er kommt halt hier hin, ne? Dauert nur seine Zeit. Meter oder was war das? Dann kann ich überswitchen. Ja, eigentlich müssen wir gucken, dass wir mit dem hier ein bisschen zurückkommen oder so, wenn wir Platz im Docken haben. Ja, jetzt geht's. Dockingport ist da, jetzt krachen wir da dran, oder? Na, nicht ganz. Jetzt passt's. Güter handeln und nochmal 504 Einheiten kaufen. Okay, jetzt geht der Preis da auch hoch, ne, weil er nicht mehr so viel hat. Und da sind wir angeditscht. Wechseln wir da rein. Wo ist die Ölstation? Das müsste die da sein, oder? Ne, Plastikhersteller war das, okay. Habe ich dem schon gesagt? Ne, dem habe ich noch nicht gesagt, was er tun soll, ne? Mich eskortieren. Dann fliegen wir dahin. Gut, Dockingport, da sind wir hier. Ne, da ist falsch. Mal gucken, dass wir hier dran kommen. So, dann sind wir da gleich dran. F, wieder handeln. Jetzt verkaufen wir das Öl. Das geht jetzt mit 504, das ist schon mal cool. Und jetzt müssen wir das Fenster schließen. Und dann gucken wir, wo unser Frachter ist, der da hinten noch irgendwie verweilt. Kommt aber langsam näher. Können wir erstmal gerade die Seite hier wechseln. Bis er dann da ist. Ja. Ist die Frage, hat er so einen schlechten Antrieb gegenüber diesem Schiff? Oder warum ist er so langsam? Oder fliegt er nicht so schnell, weil das nicht gut steuerbar ist? Könnte auch sein, ne? Okay, da gibt es stärkere Signale. Wir sind auch gleich weg hier im Endeffekt. Das war es jetzt erstmal. So, Schiff wechseln. Wo kann ich das Schiff jetzt auswählen? Bitte schön, da. Da ist der Dockingport. Stehen wir? Ich glaube, wir stehen. Gut, Plastikhersteller, Güter handeln, Öl verkaufen, 504. Passt. Ja, es wird sich immer noch rentieren, denke ich mal. Ne? Wir sind immer noch knapp bei 200, glaube ich. Tja. Da ist das andere Schiff, aber jetzt kommen hier irgendwie Schiffe, eine Gruppe fremdartiger Schiffe ist erschienen, das sind die Sultan. Xoltan oder so ähnlich. Jetzt machen wir gerade den Schiffswechsel. Dann sagen wir ihm eskortieren. Und dann schauen wir mal,
dass wir weiterkommen, aber ich denke mal, diese Überlegungen werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.